Einen wunderschönen Hallihallo und guten Tag. Wie wir sehen, bin ich hier mit der wunderschönen Rachel Ember an einem wunderschönen Ort angekommen. Unten ist eine Straße. Dann haben wir hier eine wunderschöne Aussicht. Wow. Ansehen. Okay, wir sehen uns das erstmal an. The lonely oak looks lonely. Guess even trees have outcasts. Ja, da steht eine Frau unter dem Baum. So, sie hat ja in der letzten Folge die Rätsel eine Münze reingeworfen, aber das ist leider kaputt, was wir zu spät gesehen haben. This whole day is out of order, but in the best possible way. Eine Infotafel. Gucken wir uns erstmal hier rein, an. Damn, that's an old tree. Wait, does this sign say butt rot? Oh Gott. Name Oregon Weißeiche, alias Gary Eiche. Geschichte: Die ikonische Weißeiche des Staatsparks von Kulmination ist eine der ältesten Bäume im pazifischen Nordwesten. Ihr gebogenes Stuhlartiges Wachstummuster reflektiert den Brauch amerikanischer Ureinwohner, Bäume zu formen, um Pfade oder Gebiete von kultureller Wichtigkeit zu markieren. Das Alter des Baumes wird auf 400 bis 450 Jahre geschätzt, obwohl Braunporlinge, Polyporus triophyllus im Inneren einer genaueren Analyse verhindern. Eine Narbe am nördlichen Ende des Stammes bezeugt, dass der Baum vor ca. 200 Jahren einen direkten Blitzeinschlag überlebt hat. Aha, Daten: Höhe 13 Meter, Durchmesser auf Brusthöhe 1,60. Alter 400 wie 150 Jahre. Querschnitt des Stammes, die eng zusammenliegenden Rinde weisen auf Zeiten der Trockenheit, Krankheit und erneutes Wachstum nach einem Waldbrand hin. Aha, schön. Guti, ansehen. Rachel's quarter is still trapped in there, waiting to be set free. Ja, und wie machen wir das? Huh. Looks like I might be able to pry it open with the right tool. Das Ding ist aus Eisen, Metall. Ich brauche was, um. Ja. Was this how historic axe murderers searched for their next victim? Graffiti, sollen wir dann Graffiti machen? Wir wollen die dann. Aber vielleicht können wir das auch noch abbrechen. Mal gucken. Oder schreibt ihr einfach irgendwas da drauf? Axe, Sextant, Axe. Don't axe, don't fell. Na gut. Pioniergeist-Trophäe erhalten, okay. Infotafel. This Blackwall guy sure liked founding stuff that was already there. Founders keepers, I guess. Geschichte des Overlooks-Parks. Kulmination Staatspark. Oh yeah. Blackwell-Expedition. Dieser Ort markiert die Endstation von Ezekiel Blackwell Expedition Richtung Westen, um die Städte Kulmination und Arcadia Bay zu gründen. Am 14. März 1838 verließen Blackwell eine Gruppe Siedler Independence
Missouri Richtung Oregon am 3. März 1839 erreichte Blackwells Expedition Overlook Park. Als er von dort den Pazifischen Ozean sah, erklärte Blackwell die Expedition für beendet und gründete die Stadt Kulmination. Die Gruppe reiste später weiter Richtung Süden, um Arcadia Bay zu gründen, das nach Blackwells Bewunderung für die Schönheit der Natur in dieser Gegend und seinem Wunsch, in Harmonie mit Ureinwohnern zu leben, benannt wurde. Kulmination Gipfel umbenannt in Kulmination Stadtpark, wurde 1997 unter Gouverneur John Kitzhaber zum Stadtpark erklärt. Statue Nordwest Faloa, erbaut 1992, feiert das 150-jährige Jubiläum von Kulmination Designer Dwight Müller. Aber da kann ich ja nichts machen. Initialen. Yuck. Cliche much, AW and BW. AW und BW. Keine Ahnung, wer das ist. Da ist uns auch noch wer. TK, MJ, Forever. Hi, Mom. Okay. Oh, ganz oben. Seth? Ach, Seth war hier. Okay. 96, TL. Unten ist. Es ist dunkel. Hinsetzen. Wonder if I can get that quarter out of the viewfinder. Ja, wir setzen uns erstmal. Ah, schöne Luft hier. Just a day in the park with Rachel Amber. You know when something kind of amazing is happening, you don't always stop to think about it right away? And then when you do think about it, you start thinking about it a lot. And the more you think about it, the crazier it seems, until pretty soon you're psyching yourself out and then everything turns to shit. Yeah. Let's not do that today. Also, die Axt von der Statue können wir nicht nehmen. Den Schläger davon auch nicht. Und hier Reifenschaukel. If Max were here, she'd probably take a black and white photograph and call it Innocence Lost or some shit. Tja. Aber nö. Gut. Eichhörnchen. I guess nature doesn't quite provide. Nee, wir erschrecken die nicht. Im anderen Spiel hast du ja halt immer Fotos gemacht von Eichhörnchen und so. Also lass immer schön in Ruhe. Eine Widmungstafel. I wonder if I could use this to get the quarter out. In Gedenken an Martin Louis Prescott, den wunderbarsten Sohn von Arcadia Bay. Oh Gott. Wie müssen das abmachen? I wonder if I could use this to get the quarter out. Da steht da nichts dran, dass man das nicht abmachen kann. Wobei, das sind Schrauben, brauche ich noch einen Schraubendreher. Aber. Ha, hier im Park wird wohl ja kaum einer rumliegen, ne? Ich
Initialen. Wait, is that the same AW as before? Not afraid of commitment, I see. Huh. So. I've been saying sorry all morning. I admit it was really dumb to lock the keys in the car. You've been on me for 3 hours. Picknicker. Wine. Naja. Mir geht's nicht weiter. Dann. If you're going to argue in public, at least have the decency to make it about something interesting. Hey, spare some change? Sorry, we might have some leftover food when we're done. What? No, I'm not. What kind of food? This place has really gone downhill. Shh. She's right there. My hierarchy of needs goes pot, then beer, then wine. Still, wino has a classy ring to it. Nö. Jetzt will er nicht mehr. What's worse than groveling for change? Groveling for change and failing. Und sie will auch nicht. Gut, vielleicht gibt es da noch andere. Da ist wonder if I can get that quarter out of the viewfinder. Totempfahl. Wow, that's badass. Und so unten Infotafel. Yep, it's official. I'm learning way more ditching school than I ever do in class. Ja. Ein Totem des Salis-Stammes. Der Rabe steht für Verwandlung. Sein Grinsen versteckt seinen schelmischen Charakter. Der Rabe erscheint in vielen uralten Geschichten der Salis und anderer Stämme. Manche sagen, der Rabe half bei der Erschaffung des ersten Menschen. Aha. Der Rabe verdient Respekt, aber vertrauen sollte man ihm nicht. So, so. Ja. Von dem bekomme ich. Ach, das ist dann wieder hier. Ja. Gibt's noch andere? Komm, weg mit euch. Get out of here, woodland creatures. Have some self-respect. Und schon kommen die Vögel an. This trash can is in pretty high demand. Tja. Vielleicht ist da ja was für uns mit bei. Jagen wir die auch nochmal weg hier. Komm, husch. Bye, you fools. Flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund. Ja, jetzt kommen wir ein. Ah, jetzt ist das lustig. Na gut, dann kommen die halt wieder von mir aus. Dann gucke ich hier mal. I don't want to head down there just yet. Nein, da können wir nicht hin. Wonder if I can get that quarter out of the viewfinder. Aber wie soll ich denn? Looks like this one might actually be working. Wie soll ich denn da jetzt eine Münze bekommen? Aufbrechen, aber mit was denn? I'm not getting in there with just my fingers. Maybe Rachel has something I can use. Hast du vielleicht was, Süße? That is the look of a person who is used to getting what she wants. Wonder what that feels like.
I'm thinking about prying open that viewfinder. Got a knife on you? A knife? Yeah. My mom took mine. No. How about a nail file? I guess you could stab someone with a nail file. Oh, right. Sure, let's try it. Victoria, was will die denn? Chloe Bryce, ich habe abgefuckte Sachen von Nathan über dich gehört. Für wen hältst du dich? Du weißt nichts über ihn. Hallo, was? Oh Gott, nicht mal so schnell, oh! Oh, dass man das nicht von vorher hochfahren kann, ey. Dass man warten muss, bis es da weggeht. Ah, es geht jetzt nicht hoch, das ist doch so eine Kacke, ey. Dann musst du das so erstmal hochfahren und dann... für wen hältst du dich? Du weißt nichts über ihn, du dumme Schlampe. Geh wieder in deinen Wohnwagen. Nebenbei, Rätel Emma hat dich gestern verarscht. Du kannst dich glücklich schätzen, wenn sie je wieder mit dir spricht. Oh Scheiße, wie konnte ich das übersehen? Ich bin so verletzt. Das ist erst der Anfang mit Stück. Ey, die hat sie doch nicht mal alle, die Victoria, ey. So, Fernglas. Mal gucken, aufbrechen. Damn it. It always looks so easy in the movies. I wonder if I can find something sturdier to use. Tja. Gute Frage. Warte mal, mit denen kann ich doch jetzt was abschrauben. Das war bei der Bank. Parkbank? Nein. Hier war das. Wenn wir das jetzt abschrauben, genau. Aber das Schild ist ja denn stabiler als mein dünnes Blech. Hallo, schmeiß das doch nicht weg. Das gehört dir doch nicht. Stealing a dedication plate takes persistence. Ach, wieder. Steve. Hey, aufgepasst. Wer ist jetzt auf dem Kriegsfahrt? Oh nein. Ernsthaft. Ich versuche nur zu helfen. Ja klar, du hast mich heute Morgen umgebracht. Dafür ist der Meister zuständig, Mann. Und dann, dass du mit uns gespielt hast. Oh, warum geht das so verdammt schnell, Mann? Ja, klar, so umgebracht. Dafür ist der Meister zuständig, Mann. Und danke, dass du mit uns gespielt hast. Mike hatte richtig Spaß. Er ist cool. Er ist seit einer Weile etwas Debris. Weiß nicht warum, aber das Spiel macht dir. Nee. Aber das Spiel mit dir hat ihm gut getan. So rum. Gut, Leute. Bevor ich das jetzt da abmache, muss ich hier eine Pause machen. Und dann, ja, sehen wir uns in der neuen Folge wieder. Bis dahin. Bye, bye.